Und gespeichert. Oh nee, nicht schon wieder ein langes Gequatschen-Szenario. Hallo, Ariel. Ja, Lin, was machst du hier? Außer mich aufhalten. Ich habe gehört, dass du Ryoga wieder gesehen hast, ja? Die Gerüchteküche. Hm? Ich dachte, ich könnte ihn genau wieder treffen, wenn ich hierher komme. Warum? Wir haben ihn nicht hier getroffen. Wieso würdest du das denken? Wir haben ihn nicht so... Oh, Lin. Deine Verzweiflung ist echt schon richtig niedlich. Aber keine Angst, Ariel. Ich würde dich nicht damit ärgern. Ich wollte nur sehen, ob Ryoga vielleicht irgendwelche Hinweise hier gelassen hat. Darüber, wie ich ihn vielleicht finden könnte. Aber du weißt doch gar nicht, ob er hier war. Er ist nur plötzlich in dieser Fabrik aufgetaucht, die irgendwo ist. Er kann doch sogar von außen irgendwo reinmarschiert sein in die Fabrik. Ach, Mann. Programmiere. Logik. Ihr benutzt Logik doch, um eure Programme zu schreiben. Hattet ihr keinen Kontakt mit den Leuten, die die Dialoge verfasst haben oder so? Ich frag mich, ob das im japanischen Original auch so bescheuert ist. Naja, ich sehe. Ich sehe das auch. Gabriel. Ah ja, Gabriel hat super Geruchssinn. Weil er ist so eine Art Tier-Menschen-Typ und um seinen super Sinn haben. Weil Tiere haben nämlich alle bessere Sinne als Menschen. Zum Beispiel das Augenlicht des Maulwurfs. Das ist viel besser als das eines Menschen. Hey, ich zähle auf dich. Ah, okay. Ha, verdammt, sie hat Gabriel auch geschafft. Was für eine Frau. Pff, Deiner, keine Gerüchte in die Welt setzen. Aber macht schon keine Angst, Deiner. Vergiss nicht, ich als eine Art Tier-Mensch-Mischling habe auch super Ohren. Okay, Ariel, da ist etwas, was ich dir mitteilen wollte. Es tut mir leid, dass ich abgehauen bin, ohne es dir zu sagen, letzten Tag. Okay, nein, keine Angst. Er wartet hier die ganze Zeit nur, dass er sich entschuldigen konnte. Okay, ich sehe. Mir tut's leid. Ich habe dich durch all diese Sachen durchgezogen. Was? Warum? Wir sehen ihn doch kaum. Was hat er da mitgemacht? Ach, keine Angst. Xeride geht's tot. Und das war... Damit hatte Ariel auch nichts zu tun. Das hattet ihr euch überlegt, weil ihr unbedingt mit ihr quatschen wolltet. Ach, gib uns einfach einen Anruf, wenn ihr irgendwas machen wollt. Okay, keine Ahnung. Schuffing, thanks. So. Ach, ich hoffe, ihr findet diese ganzen tollen Schwerter. Wir sind alle auf eurer Seite. Ach, danke. Wo wir gerade dabei sind. Was hast du mit der Dämonenklinge gemacht, die du schon hast? Oh, ich konnte es nicht mit mir rumnehmen. Darum habe ich es in einem sicheren Platz verstaut. Oh, ich vergesse immer, wo ich die Sachen verstecke, wenn immer ich versuche, mich zu organisieren. Ich tue einfach alles in einen großen Haufen und vergesse es. Auf diese Weise, wann immer ich irgendwas brauche, ich weiß genau, wo es ist. Irgendwo in dem Haufen. Ja, gute Methode. Na gut, wenn du es nicht, dich nicht erinnern kannst. Ich bin sicher, Gabriel würde dir helfen. Ja, genau. Seine Nase ist awesome. Ja, Gabriel findet das peinlich, wenn er Komplimente gekriegt. Er ist genau wie du, Ariel. Hey, Deiner. Lass uns gehen. Alright. Genug. Jetzt ärgere ich euch mal ein bisschen. Viel Glück. Oh. Sorry. Und er wiederholen. Genau, die wiederholen eigentlich genau das, was sie vorher in 10 Sätzen gesagt haben, nochmal kurz auf ein Textfenster begrenzt. Das zeigt mir doch, die Schreiberlinge können sich zusammenfassen, wenn sie wollen. Die machen das also mit voller Absicht, weil sie denken, das wäre irgendwie Shakespearean-Material, was sie hier verfassen. Bruno, nimm uns mit zur nächsten Dämonenklinge. Yep, genau wie ein Sommernachtstraum. You got it! Oh, wir gerade, du weißt nicht zufällig, ob diese Dämonenklinge einen Namen hat, oder? Yep, diese Dämonenklinge heißt Mitsuri. Mitsuri, was für ein seltsamer Name. So als käme er aus einem fernen, inselartigen Land. Jo, ich habe ihn auch vorher noch nie gehört. Wo hast du ihn dann herausgekriegt? Ah, egal. Let's just roll with it. Aces. Transfer coordinates, check. Teleport preparation completed. Weapon installation is complete. Und wir beamen uns zur nächsten komischen Sache. Jetzt sind wir in der unterirdischen Bucht und... Oh, wow. Das ist ja wieder was ganz anderes.
Gut, ich bin angenehm überrascht. Da sind wir. Oh, so, die Dämonenklinge Mitsuri liegt hier irgendwo herum. Mal sehen. Ha, ich rieche irgendwas. Hey, es ist der Ozean. No shit, Sherlock. Was hat dich darauf gebracht? Der Strand? Der riesige Ozean direkt hinter dir? Zeit zum Surfen. Tja, was ist Surfen? Keine Ahnung. Hey, der Ozean. Wow, den habe ich bis jetzt total übersehen. Und überhört. Bah, ist doch nur Wasser. Wird erwachsen. Hey, red nicht mit so mir. Du bist mir gemein. Naja, ich bin böse, wie du weißt. Ach, wirklich? Oder vielleicht hast du den Ozean nur, weil du nicht schwimmen kannst. Stimmt das deiner? Was? Wie kommst du da drauf? Denk mal nach. Ich bin gut mit Wassermagie. Warum sollte ich nicht wissen, wie man schwimmt? Naja, vielleicht gibt dir deine Angst vor dem Wasser deine Stärke. Ja, jetzt redest du bloß Blödsinn. Mach doch nicht, ob ich weiß, ob man schwimmen kann oder nicht. Wie soll ich das sagen? Ich bin spirituell verbunden mit dem Wasser. Ich mag es mehr, als ich dich mag. Das macht überhaupt keinen Sinn. Lass uns einfach weitergehen. Fein. Ich finde es auch witzig, wie das Spiel darauf hinweist, dass es selbst keinen Sinn macht. Wo kommst du mit uns, Bruno? Negatory, Dude! Viel zu gefährlich. Ich schwebe hier einfach rum. Du. Viel Spaß. Naja, sie will uns dasselbe sagen, was wir... Ja, ich weiß. Ariel muss dich beschützen. Oh, hast du immer noch keinen Glauben in mich? Natürlich beschütze ich dich. Now, let's go. Und falls du keinen Glauben in mich hast, glaube einfach in dich selbst, dass du in mich glaubst. Und ich mach das Gleiche. Okay? Weiter geht's. Okay. Oh, wow. Hier wird uns wieder erklärt, was wir machen müssen, was? Der Wasser-Dungeon. Oh, wow. Der heißt auch noch Wasser-Dungeon. Bitte. Können wir das Ding nicht einfach verbrennen und so tun, als hätten wir es nicht gefunden? Ja, eine Höhle unter dem Ozean. Ja, genau. Und die Wasserströmung gibt's mir. Ja. Zumindest so erzählt er mir wenigstens ein bisschen was über das, was er erlebt hat. Und beschreibt nicht einfach nur, was er gemacht hat. Aber gut. Er kann nicht schwimmen. Und er hing fest auf diesem Insel. Dann hat er natürlich Schalter gefunden. Und jetzt erklärt er uns, dass wenn wir auf diese Schalter drücken, mit unserem Hammer, dann können wir diese komischen Plattformen hoch und runter schicken. Wow. Und jetzt erzählt er uns, dass die verschiedenfarbigen Schalter verschiedenfarbige Plattformen auftauchen lassen. Interessant. Und jetzt wiederholt sie nochmal kurz, was sie gelesen hat. Und jetzt wissen selbst die geistigen Behinderten, die dieses Spiel wahrscheinlich nie in die Hände kriegen werden, Bescheid. Toll. Ich meine, es ist ja nicht so, als hätten wir diese Schalter, die wir deutlich sehen können, mal drücken können. Und dann hätten wir rausgefunden, dass verschiedenfarbige Plattformen sich bewegen. Nein, schnell muss einer uns das mit 50 Seiten Text erzählen. Weil wir sind doof. Okay. Unbekannte Stimme. Wer seid ihr? Seid ihr auch Erforscher? Das ist ein weiterer Hinterhalt. Moment, du siehst nicht gerade gefährlich aus. Wer bist du? Ich habe zuerst gefragt. Oh ja, stimmt, das war ein bisschen rüde von mir. Sorry. Wow, du bist aber ein Weichling. Mein Name ist Ariel und das ist deiner. Ich bin das Guardian Beast von ihr. Oh, ein Guardian Beast. Bist du ein Beschwörer? Nein, ich bin ein Handwerksritter. Weil das macht natürlich viel mehr Sinn. Ich bin allerdings ein Knappe noch. Ah, das macht zwar keinen Sinn, aber hallo. Mein Name ist Sarin. Wie das schwere Nervengift, Sarin. Nett, dich zu betreffen. Ich glaube nicht, dass sie zu Ryogas Gruppe gehört. Ich meine, dann hätte sie uns doch auf den ersten Blick erkannt, oder? Tja, glaube ich auch nicht. Also, die reden manchmal, als hätte Ryoga ihnen einen Brief geschickt, in dem er beschreibt, wer alles Mitglied seiner Gruppe ist. So. Was macht ihr Leute hier? Was wir hier machen? We are looking for a sword. Wir rennen einfach herum. Gut, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir damit die Story beeinflussen können oder ob es wieder eine dieser Fälle ist, wo es eigentlich keinen Unterschied macht. Gut, testen wir mal Möglichkeit 1. Wir sind einfach ehrlich, aber dumm. Oh, wir suchen nach einem Schwert. Hier ist irgendwo ein gigantisches Schwert, das hier irgendwo herumliegen soll. Oh, ein großes Schwert? Oh, ihr kamt also hierher, um es zu finden.
Nun, hier sind Schätze. Mitsuchi, ist das ein Schatz? Mitsuchi? Ich weiß nicht, wie das Schwert heißt, aber ich weiß, dass hier ein Schatz ist. Das Gerücht sagt, dass da sogar ein riesiges Schwert drin ist, aber das interessiert mich nicht. Oh, gut. Ihr solltet eigentlich vorsichtig sein, wenn ihr reingeht, um euch umzusehen, Gabriel. Oh, danke für die Warnung. Ich denke, es wird uns gut gehen. Moment. Weißt du etwas, was wir nicht wissen? Was ist hier drin? Ihr werdet es schon selbst rausfinden. Na, jetzt seid nicht feige. Viel Glück. Und schon ist die Meerjungfrau weg. Tja, das kann ich nicht, das kann ich dir jetzt nicht ausreden, oder? Nope, let's go. Okay, es hat anscheinend keine schlimme Nachwirkung gehabt. Testen wir mal jetzt die andere Möglichkeit. Aber währenddessen in einem anderen parallelen Universum entschied sich Ariel dafür, erstaunlich hinterhältig zu sein. Und log den Explorer frech an. Jupp, wir schauen uns hier nur um. Jupp, wir machen hier nur einen Strandspaziergang in dieser unterirdischen Höhle. Ah, ihr seid hier, um den Schatz zu finden. Gebt es zu. Das ist kein Schatz. Es ist halt eine Art zu groß geratener Brieföffner. Deiner Psst. Ein Schwert? Oh, ich habe gehört, dass hier auch irgendwo ein Schwert ist. Danach suche ich allerdings nicht. Oh, gut. Sollte wirklich vorsichtig sein, wenn ihr reingehen wollt. Und, oh, und hier geht's nochmal weiter. Na gut, der Dialog ist ein bisschen anders, aber es hat wirklich sonst überhaupt nichts beeinflusst. Na gut, dann kann ich mit der Option gehen, die ich zuerst ausgesucht habe. Okay. Das war wirklich ein paralleles Universum. Sind zwei Sätze anders, aber ansonsten völlig identisch. Ha, das sollte mir irgendwas sagen, oder nicht? Währenddessen in der fundamentalen Wirklichkeit, wo Ariel die Wahrheit gesagt hatte, machen wir mal weiter. Und wenigstens keine Monster bisher. Allerdings optimal vorbereitet. Subterranean Bay Area 3. Ich frag mich, ob es so irgendwo Landkarten oder so gibt, hier irgendwo in einer offiziellen Stadt herumliegen, wo das tatsächlich so heißt. Oh, hier finden wir also das Rocksalz. Ich bin zwar jetzt kein Mineralologe, aber ich weiß nicht, warum Felsensalz hier im Sand unter irgendwelchen Viechern oder irgendwelchen Gestrüpp rumliegt. Und wir haben einen Hummer gefangen. Wow, die lässt aber wirklich nichts liegen. Ah, Zeit zum Axtifizieren. Hier. Komische Flügel. Autsch. Autsch. Ah, hier geht mir auf den Geist. Toll. Und hier sind wir natürlich in einem Dungeon voller Wasserviecher. Okay, das war nicht so gut. Autsch, eher. Na, dafür kriegen wir noch ein bisschen Erfahrungspunkte dazu. Und eine ganze Menge Bonus-XP. Unerwartet viel sogar. Okay, gut. Verteidigung und Agilität. Autsch, autsch. Das tat weh. Und Gott sei Dank können wir heilen. Und jetzt müssen wir mal unseren Support ändern. Da wir hier da genau das Falsche haben. Stattdessen gehen wir zu Burst Flare. Unseren Aqua Tornado sollten wir aber besser auch gegen anderen Angriff austauschen, ehe wir hier noch eine Überraschung erleben. Okay, dann nehmen wir stattdessen Chain Spark. Das ist zwar nicht Feuer, aber zumindest Elektrizität. Gut, jetzt haben wir zumindest etwas, mit dem wir den Viechern wahrscheinlich Schaden zufügen können. Oh, Geld. Und hier ist auch die Rinderbrühe, die wir brauchen, um hartgekochtes Ei zu machen. Gut, 2 von 3 haben wir schon für 1. Können wir das irgendwie umfliegen, diese Koralle oder so? Nee, leider nicht. Naja, gehen wir weiter. Hey, hey, Zwischensequenz! Wir dürfen jetzt nicht mal mehr in unseren Dungeons in Ruhe herumlanden. Excuse me, a little help over here. Can you hear me? Oh, Jack Sparrows komischer, bartloser Bruder. Und für unsere fröhliche Nervengiftdame ist da. Hallo! Noch nicht tot? Oh, Sarin. Was geht hier vor sich? Byron. Ich bin Lord, ich meine Captain Byron. Ein seefahrender Schatzsucher, extraordinär. Oh, ein Pirat. Ich wusste es. Tja, ich habe gerade ein kleines Problem und ich dachte, du könntest mir hier vielleicht helfen.
Okay, was brauchst du? Sie muss einen Schalter drücken. Nun ja, ich bin auf diese Seite des Wassers fest und ich komme nicht rüber. Wenn du diesen Knopf... Ich wusste es. Könntest du bitte helfen? Warum sollten wir das tun? Wir sind böse, wir lassen dich hier verrecken. Na, was, es ist bloß ein Knopf. Da sollte keine Gefahr sein. Was? Was soll das? Du hättest mich fragen können, ob ich das tun könnte. Nein, das hätte ich nicht tun können. Warum nicht? Du hast dieses Mädchen gefragt und sie ist ein kompletter Fremder. Du tust was ganz anderes. Was ist der Unterschied? Nun, das hast du ja dich nicht zu interessieren. Hilfst du mir jetzt oder nicht? Ja, ich helfe ja schon. Na, genau. Los jetzt, ich befehle dir, mir zu helfen. Sehr seltsamer Kerl. Okay, gut. Ich habe aber heute keine Lust mehr, ihm zu helfen. Oh. Naja, dann machen wir diesen Dungeon mal. Nicht jetzt auf jeden Fall. Gute Nacht und tschüss. The White Doctor meldet sich ab.